Hallo Leute, grüß euch und willkommen auf dem Kanal von Joe's Webzone. Heute in meinem ersten Video geht es um den Charon TS218 aus dem Hause Smoant. Der Charon TS218 ist ein Touchmod, wie das TS im Namen schon sagt, und diese 218 natürlich für die 218 Watt Ausgangsleistung. Er ist ein sehr schöner Touchmod, mir gefällt er echt sehr gut, Entschuldigung, ich bin aus Österreich. Ab und zu rutscht mir was Geschertes raus oder ich will auch geschert reden, dass das nicht so sehr verstellt gewirkt. Er gefällt mir echt sehr gut, er liegt toll in der Hand, die Verarbeitung ist sehr qualitativ hochwertig meiner Meinung nach. Er hat zwar eine Sache, was mir nicht so gut gefällt, das ist zwar, dass der Akkudeckel ganz leicht hin und her, sich leicht hin und her schieben lässt. Es gibt was, wo man drauf aufpassen muss, das Ganze zeige ich euch natürlich im Detail. Er hat ein super einfaches Menü, also es ist eigentlich selbsterklärend, man braucht dazu keine Bedienungsanleitung, es hat kein großes Menü, oder er hat kein großes Menü, es ist alles in dem Menü drin, was man braucht und es ist wie gesagt super easy einfach. Ich denke mir, ich zeige euch das Ganze einmal kurz im Detail, ja? Erkläre euch kurz das Menü, zeige euch, was man manchmal aufpassen muss. Und zeige euch das mit dem Akkudeckel, warum der sich hin und her schieben lässt. Und danach sieht man sich dann einfach nochmal, tratschen wir nochmal kurz drüber und schrauben wir einen Verdampfer drauf und dampfen den ganzen auch einmal. Ja, also bis gleich im Detail. Ja, bis gleich. Ciao. So, und willkommen in der Detailansicht. Der Smoant Charon TS218 kommt mit dieser Schachtel. Hinten haben wir kurz draufstehen Touchscreen, 218 Watt, User-Friendly, also er ist sehr bedienungsfreundlich, Custom VW TC Curves, also man kann im Watt-Modus wie auch im DC-Modus eine Leistungskurve erstellen, man kann die Helligkeit vom Display natürlich optimieren, verbessern, weniger stellen, Screen Brightness Adjustment, Glaspanel to resist scratches. Also er hat ein Glaspanel, dass die Kratzer reduziert werden, dass sie nicht so leicht zerkratzt werden, das Display oder der Akkudeckel und Screen Lock Button. Und der Screen Lock Button, also der Display-Sperrknopf, ist eigentlich das sehr wichtig, ist eigentlich das eines der wichtigsten Dinge an dem Mod, wenn man, dass man keine Probleme haben will. Er hat hinten natürlich noch einen Scratch-Code. Ja, hier, this box is uses 100%, ja, dass die Box eigentlich aus 100% recycelbarem Papier hergestellt wurde. Hier noch kurz smoant.com, da habe ich wieder den Charon TS218. Ja, also machen wir den mal auf und hier die Farbe schwarz. Es gibt ihn noch in mehrere Farben, Sekunde, ich habe kurz einen kleinen Spickzettel, in Regenbogen, dunkelblau, schwarz, so wie ihn ich habe, Silber, Holz und Camouflage. So kommt der ganze Mod. Das ist die Beschreibung dazu. Die Beschreibung ist echt toll gemacht. Ja? So aufklappbar, auffaltbar auf Englisch und auf Chinesisch. Hopp, jetzt fällt mir was runter. Ganz tolle Beschreibung. Also ja, man sollte sich einem Menü nicht auskennen. Mit der Beschreibung kennt er sich aus. Vorausgesetzt, er kann Englisch. Dann ein Batterie-Warnhinweis. Ja, dass man keine Batterien oder Akkus verwenden soll, wo die Ummantelung kaputt ist. Dann haben wir noch eine Garantie, Quality-Zertifikat und da haben wir dann noch einen Garantiepass. Ja. So kommt der Mod in der Box, also in der Box drinnen. Hier haben wir noch ein USB-Kabel, ja, also ein Ladekabel für den USB-Port. So, dann schauen wir sich den mal an. Ich zeige ihn euch einmal und drehe ihn einmal rundherum, dass ihr ihn seht. Ja, er hat hier den Feuerknopf, das ist der Screen Lock Button. Der Knopf ist dazu da, das Display eigentlich zu schützen, dass man zum Sperren, dass er keine Touch-Funktionen mehr annimmt, weil wenn man den in den Hosensäckel steckt oder in der Jackentasche hat und man kommt nur leicht an, schießt sofort entweder im besten Fall die Wattleistung hinunter, im schlechtesten Fall hinauf und wenn man dann nicht aufpasst und schaut, feuert man mit voller Leistung auf einen Verdampfer, wo man gar nicht so viel Leistung haben will. Er hat hier unten die Entgasungslöcher.
Ja, einen vergoldeten Pluspol hat er. Ich hätte gesagt, tun wir mal Akkus rein und dann drehen wir den Motor mal auf. Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen beim Akkudeckel. Er lässt sich ganz leicht hin und her schieben. Das ist deshalb der Fall, weil einfach diese Führung hier nicht ganz genau verarbeitet ist. Aber die Magneten halten den Akkudeckel sehr gut, ja, also er geht nicht leicht herunter. Das zudem. So, quatschen wir schon die Debatte. Also der Akku sind gut beschrieben, wie sie hineinkommen. Plus zu Plus, Minus zu Minus, steht alles da. Er wird, das was schon hinten auf der Beschreibung, also auf der Box drauf gestanden ist, dass er das Glaspanel hat, dass das nicht so leicht Kratzer kriegt, das stimmt schon. Ich habe eigentlich ziemlich viel Benutzung gehabt, aber meiner hat Kratzer, ja, aber deshalb Kratzer, weil mein Sohn hat ihn einmal runtergeschmissen aus Versehen und dadurch hat er ein paar Kratzer. Das Wasser, wie jedes Handy auch hat, er Fingertapper natürlich immer wieder, gell? Also die Fingertapper sieht man ganz schnell, aber ich denke mal auf dem Handy stört es einem auch nicht, also wird es einem auf dem Mod auch nicht stören, wenn nicht Brillenputztuch und abgewischt. So, aufgedreht wird der Mod ganz einfach wie jeder andere mit einem 5-Klick, 1, 2, 3, 4, 5, hopp, 1, 2, 3, 4, 5, aha. Natürlich, ich Dummkopf gebe den Akku falsch hinein. Durchs Reden schaue ich nicht genau und er ist schon falsch drinnen, aber wir haben hier einen Schutz. So, oh, ist schon aufgedreht, zack. So schaut das Hauptmenü aus, in dem, was wir uns bewegen, womit die Watt einstellen können. Ich zeige euch aber kurz einmal das Untermenü, sage ich jetzt einmal. Hier haben wir unsere drei Einstellmöglichkeiten oder drei Funktionen, wo wir reingehen können. Einmal den VW-Modus, einmal den CC-Modus und einmal die Settings, die Einstellungen. Ich gehe mal kurz in die Settings als erster, also draufgeklickt. Hier haben wir die Version, was drauf ist. Es gibt momentan keine Möglichkeit, die Firmware abzudaten. Ob es das in Zukunft gibt, keine Ahnung, laut Smart nein. Dann der Mode, was das für einer ist, Charon Test 218. Hier haben wir das Screen Timeout, was wir einstellen können. Geht von 10 Sekunden bis, glaube ich, 240, genau, bis 240 Sekunden. Ich stelle es mir mal ein auf ein bisschen länger, dass man das nicht immer zu schnell das Display abdreht, wenn ich es beim Erklären bin. Dann haben wir noch ein Factory Reset, was wir ausführen können und da haben wir die Helligkeit zum Einstellen. Ja, also man braucht es eigentlich nicht auf voller Helligkeit, aber lassen wir es jetzt einmal zum Erklären. Der Touch-Mod natürlich, so wie jeder andere Touch-Mod, frisst sehr viel Akku. Hier dann bestätigen mit den Hakelchen. Hier haben wir den DC-Mod. Hier können wir einstellen, hier oben Nickel, Titanium, Stainless. Dann den TCR-Koeffizienten selbst zum Einstellen und da haben wir die TC-Kurve. Ganz kurz, ich habe gerade eine Batteriewarnung bekommen. Die TC-Kurve. Ja, gehen wir mal in die TC-Kurve rein. Dann können wir hier einstellen die Preheat-Funktion, wie viel das eben geheizt wird oder der Verdampfer befeuert wird. Hier können wir den Koeffizienten einstellen. Hier können wir noch die Ohm verstellen. Ich habe es noch nie gebraucht. Wer es braucht, okay, kann es hier machen. Und hier haben wir die TC-Kurve. Na, so. Da kommt man natürlich nur rein, wenn man die TC-Kurve einstellt. Hier oben kann man weiterspringen auf die Sekunden, ja. Und dann einfach, man muss nicht genau hier sein, man muss einfach irgendwo im Display sein und einfach so kann man die TC-Kurve verstellen. Eins weiter, okay, jetzt will ich ein bisschen weiter runter. Dann in der dritten Sekunde will ich mehr Leistung, also mehr Grad haben, wieder runter, so kann ich das verstellen, ja. Und dann wichtig, bestätigen, dass das Ganze auch aktiv ist. Und wenn ich dann wieder bestätige, bin ich im DC-Modus draußen, habe meine DC-Kurve eingestellt und hier kann ich dann die Temperatur nicht verstellen, weil ich ja die Kurve eingestellt habe.
wieder hinein. Wählen wir jetzt zum Beispiel Stainless Steel aus, einfach bestätigen, bin ich wieder draußen und dann kann ich die Temperatur verstellen, so wie ich sie haben will. Ja, wieder hinaus. Das Ganze gibt es auch im VW-Modus. Da haben wir mehrere Preheat-Funktionen, Minimum, Norm, Hard und Max. Und dann natürlich auch unsere Kurve, unsere VW-Kurve. Einfach draufgeklickt und dann können wir hier unten reingehen und dann genauso wie beim DC-Modus hier weiterspringen die Sekunden. Und dann stelle ich einfach meine Leistung, was ich haben will, wie ich sie einstellen will, ein. Ja, und fertig mit dem Hackerl fixieren. Noch einmal. Und ich bin draußen mit der DC-Kurve eingestellt. Und er zeigt mir auch natürlich immer an, mit wie viel Watt er gerade feuert, in welcher Sekunde, von Sekunde zu Sekunde. Verschieden natürlich, wie ich sie eingestellt habe. Ich benutze diese Kurve nicht. Ich benutze auch den TC-Modus nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich bin eigentlich nur im normalen VW-Modus unterwegs. Habe maximal noch eine Preheat-Funktion eingestellt, also Hard oder Maximum. Gehen wir mal ins Normalbereich. Hopp. Wieder rein. Bestätigt. So, jetzt kommen wir zu dem wohlbesagten, zu dem wichtigen Knopf. Das ist dieser hier. Ja? Einmal kurz gedrückt ist das Display aus. Wir können noch immer feuern. Wieder gedrückt, das Display ist wieder da. Gedrückt, gehalten. Dann kommt hier oben ein kleines Schloss. Dann ist das Display gesperrt. Und ich würde es empfehlen, immer zum Sperren, wenn man eingestellt hat, was man einstellen will. Weil mir ist es schon zweimal passiert, dass ich es vergessen habe und ja, ist mir, ich habe das Pech gehabt, die Leistung ins Plus gegangen und habe damit volle Leistung auf den Verdampfer drauf gefeuert. War nicht so angenehm. Ja? Also immer sperren, dann kann nichts passieren. Ich kann jetzt das Display auch wieder ausschalten. Wer Akku sparen will, dreht das Display dann einfach wieder aus und kann jetzt ganz normal dampfen. Wir haben dann noch eine Tastensperre, die funktioniert mit dreimal drücken, also ein Feuerknopfsperre im Prinzip, weil die Tastensperre mehr mit dem, einfach dreimal drücken, 1, 2, 3, Fire keylocked, also der Feuerknopf ist gelockt, wieder dreimal, 1, 2, 3 und er ist wieder unlocked, ja? Er ist wieder entsperrt. Das war's, das war das ganze Menü, mehr gibt es nicht. Ja? Es ist echt super easy, einfach, es gibt nichts, was man eigentlich nicht verstehen kann, man braucht sie, jetzt komme ich nicht hinein, das Schloss wieder entsperren. Jetzt ist es wieder weg, jetzt kann ich wieder drücken. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht verstehen kann. Man braucht eigentlich für das Menü keine Beschreibung. Es ist echt easy einfach. Ja? So, jetzt habe ich euch den ganzen Mod gezeigt. Jetzt sehen wir sich dann wieder in der großen Ansicht. Ich schraube dann noch einen Verdampfer drauf, dampfe den ganzen einmal und dann reden wir nochmal kurz drüber. Ja? Bis gleich in der großen Ansicht. Ciao! So, hallo, grüß euch, zurück in der großen Ansicht. So, was gibt es zu sagen zu dem Charon? Also, wie gesagt, er liegt echt toll in der Hand. Die Verarbeitung ist super, tut mir gefällt sie echt gut. Er liegt wirklich, wie gesagt, nochmal super in der Hand. Er gibt ein gutes Handgefühl. Die Verarbeitung ist top. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der Akkudeckel sich leicht bewegen lässt. Der Knopf ist wichtig zum Displaysperren. Ich schraube mal kurz einen Verdampfer drauf. Was nehme ich? Nehmen wir meinen RTDA5 von iJoy. Ich habe ihn echt gut, es gibt schon ein bisschen länger, aber ich mag ihn. Ja, geschmacklich ist der ein Hammer. Ich werde auch noch ein Video zu dem dazu machen. Gibt zwar schon mehrere, aber wie gesagt, mein erstes Video heute und dadurch, dass ich ihn so gern habe, kommt zudem auch noch ein Video. So 1, 2, 3, 4, 5. Aufgedreht. Der Sperrknopf ist wichtig, hat man seine Werte eingestellt, was man haben will, sperrt das Display, sonst ich traue mich es euch fast sicher zu sagen, eingesteckt in den Hosensäckel oder in der Jackentasche, es verändert die Temperatur oder die Leistung. Ja, was gibt es noch zum sagen? Was habe ich euch vergessen zum sagen? Die Größe. Also er ist 59,5 cm breit, 85 hoch. Und 29,3 cm in dieser Breite. Die Leistung geht im TC-Bereich von 0,5 Ohm bis 3 Ohm und im VW-Bereich von 1 Ohm bis 3 Ohm. Ja, das Display hat 2,4 Zoll Größe.
Es gibt 5 verschiedene Preheat-Funktionen, die habe ich euch schon gezeigt. Er feuert bis 218 Watt, maximal 50 Ampere oder 8,4 Volt. Ja, das war es eigentlich zu dem ganzen Mod. Wo habe ich noch in meinen kleinen Spickzettel? Ja, er ladet mit 1 Ampere balanciert die Akkus aus. Aber am besten Akkus immer in einem Ladegerät laden, nicht im Mod, ist für die Akkus besser. So, jetzt dampfen wir ihn mal. Stellen wir mal kurz die Leistung einstellen. So, Leistung eingestellt. Zack. Feuert gut, alles okay. Das Einzige, was noch dazu zu sagen ist, die Leistungsangaben meiner Meinung nach stimmen nicht komplett mit überein, was hier drauf steht. Schraube ich den Verdampfer oder jeden anderen auf einem anderen Mod und stelle die gleiche Watt-Leistungsstufe ein, Watt-Stärke ein, habe ich beim anderen mehr Leistung als bei dem. Mich stört es nicht, ich stelle dann einfach etwas mehr Leistung ein und das Ganze ist vorbei für mich. So. So, das war es jetzt eigentlich schon dazu, zu dem Charon TS 218. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Es kommen laufend neue Videos, wie gesagt, vom RTTTA 5 von iJoy, weil er mir so gut gefällt, auch wenn es schon mehrere Videos dazu gibt. iJoy Capo habe ich noch im Angebot, was ich auch unbedingt zeigen will. Ich habe noch 3-4 Verdampfer, was ich euch auch unbedingt zeigen will und in Zukunft natürlich immer wieder was Neues. Was dampfe ich jetzt gerade? Auch das mag ich auch noch gerne sagen, ein Boss Liquid. Das NXTLVL ist ein Zitronenkuchen und schmeckt echt, echt genial. Ja, ich stehe so drauf, ich könnte es trinken. So, das war's. Wie gesagt, Daumen hoch, würde mich freuen. Abo sowieso. Bis zum nächsten Mal.